möchte viel lieber und viel öfter und viel mehr über Fußball reden. Aber leider redet man bei dieser Weltmeisterschaft in Katar doch sehr viel mehr über Politik. Guten Morgen. Guten Morgen, Thomas. Ja, ganz klar, das kann man so sagen. Ne? Der erste Tag, die drei Spiele sind nur so am Rande. Und eigentlich sprechen wir über die One-Love-Bünde, über Uneinigkeit mit der FIFA. Und genau damit habe ich mich auch noch mal intensiver befasst. Denn man muss wirklich sagen, eigentlich wäre gestern der erste Tag gewesen, an dem die One-Love-Binde zu sehen gewesen wäre, das im Spiel gegen England. Und die einzige Person, die sie dann wirklich getragen hat, war Alex Scott, eine Kommentatorin von der BBC, ehemalige englische Nationalspielerin, die entsprechend sehr mutig war und sich so eine Binde bei ihrem Auftritt dort auch im Stadion umgemacht hat. Mal schauen, ob das ihr letzter Auftritt in dieser WM im Stadion war, denn den Organisatoren in Katar dürfte das definitiv nicht gefallen haben. Die FIFA hat ja eine eigene Binde vorgestellt, das sehen wir hier entsprechend auch nochmal. No Discrimination, das ist jetzt sozusagen der angebotene Kompromiss, denn die FIFA hat eigentlich pro Spieltag eine eigene Armbinde, die dann getragen werden muss. Und diese No Discrimination wäre eigentlich erst dann im Viertelfinale angezeigt. Aber man hat eben gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt schon möglich. Und wir sehen das hier entsprechend auch nochmal. Harry Kane, der englische Kapitän, ist also auch gestern schon genau mit dieser Armbinde aufgelaufen. Wir gucken noch mal weiter, denn man muss wirklich sagen, die FIFA lässt es nicht bei dieser Love-Armbinde sein, sondern die haben jetzt auch das Auswärtstrikot der Belgier untersagt. Da sieht man, glaube ich, auch ganz gut hier im Kragen oben ist auch das Titel Love. Das ist eine Kooperation gewesen auch mit Adidas, die auch entsprechend sagen, wir wollten ein Zeichen setzen, das also dann bei dieser Weltmeisterschaft auch nicht erlaubt. Ein großer Hingucker und ein wirklich der bislang emotionalste Moment mit Abstand war gestern auch das Spiel Iran gegen England. Und da sehen wir es hier auch noch mal. Also die iranischen Spieler haben ganz bewusst ihre Hymne nicht mitgesungen. Das muss man wirklich noch mal ganz klar sagen. Das iranische Fernsehen, die haben entsprechend dann auch umgeschnitten. Also die haben das nicht live übertragen, sondern die sind auf die Totale im Stadion rübergewechselt, um dieses Zeichen des Protestes eben zumindest nach Hause nicht zu senden. Und interessant war aber natürlich auch nochmal auf den Zuschauerrängen zu sehen. Ganz viele Protestzeichen, Freedom for Iran, iranische Flaggen, das haben also die Fans dort vor Ort auch genutzt als Zeichen. Eine Frau, die war auch besonders mutig, die sehen wir hier, die ist im Stadion erschienen mit der alten iranischen Flagge, also die vor der Revolution angezeigt war. Viele Fans mit dieser Flagge kamen auch schon gar nicht erst ins Stadion, weil entsprechend das auch als politisches Statement gewertet wird und deswegen nicht erlaubt war. Und wir gucken uns das im Video nochmal an, denn sie ist da also im Stadion auf- und abmarschiert mit ihrer Flagge. Das wurde auch entsprechend gefilmt. Doch als sie dann aus dem Stadion raus ist, muss man wirklich sagen, waren auch Sicherheitskräfte nicht nur von Katar, sondern offenbar auch iranische Sicherheitskräfte, die sie dann auch erstmal in Gewahrsam genommen haben. Also das muss man auch wirklich sagen. Die Konsequenzen folgten dann direkt. Wir haben bisher viele Meldungen von Fans mit Symbolen, die direkt auch erstmal kurz festgesetzt worden sind. Da meistens hat man sich hinterher fast noch für entschuldigt. In diesem Fall müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Also es ist eine WM, die wirklich geprägt ist von Protesten. Und es wird sicherlich heute bei den nächsten Spielen auch weitergehen. Davon kann man ausgehen. Anlass gibt's genug. Marie, danke schön. Gerne.